Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anibal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe schon wieder was vollkommen anderes im Kopf gehabt, weil ich gerade ein anderes Video bearbeitet habe. Aber okay. Ja, in der letzten Folge hat Nappa ein bisschen randaliert. Die Saiyajins sind auf dem Planeten gelandet und ja, Nappa war einer von denen, der hat ein bisschen randaliert und jetzt kämpfen wir gegen den zweiten Saiyajin, der jetzt hier noch wartet, dass wir uns einen schönen Kampfplatz aussuchen und zwar da hinten, ja. Und dann kümmert sich Son Goku offensichtlich um diesen Typen, welcher wahrscheinlich noch stärker ist als Nappa. Und ja, gut. Wollen wir mal sehen. Nappa war jetzt ganz schön schwer an einigen Stellen, also bin ich mal gespannt, wie Vegeta ausfallen wird. Irgendwie nur eine Kugel oder so, die ich noch nebenbei aufsammeln kann, wenn ich schon mal hier bin. Nein, alles klar. Gut. Kann man hier kämpfen? Saiyajin war umarete sugu, senshi no soshitsu o kensa sareru. Sono toki no suuchi ga hikui to 貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。ではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。 Ja, wie jeder Level 20. Alter. Oh Gott. Oh Gott, nein, nein, au. Oh Gott. Oh Gott. So Bossmuster hier und alles so was. Komm her. Ich darf ihn gar nicht mehr in der Zeit. In die Fresse. Oh Gott. Ich will irgendwie nach oben fliegen. Nee, ne. Doch, wenn ich R2 gedrückt habe. Ah, okay. Ich habe schon immer gewundert. Kann man irgendwie runter, hoch fliegen? Na, komm her. In die Fresse. Oh Gott, der hat einen Angriff vorbereitet. Ja, ich hab jetzt Meteor. Oh Gott, was war das? Au! Oh Gott. Das ist nicht so einfach. Ich hätte ehrlich gesagt über den Angriff gesehen. Oh Gott. Ich dachte, wir würden jetzt hier so einen ganz normalen chilligen Kampf haben und so, aber ist echt ausgewichen. Das ist mir ein bisschen zu ausgewichen, wenn ihr mich fragt. Wir sind noch relativ am Anfang der Story, ne? Gott. Komm her.
damit abbrechen, ja. Ja, ja auch. Oh Gott. Ah. Naja, warte mal. Ich hab doch noch was. Kaioken. Oh Gott, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Komm her. Ich einfach abbrechen. Ich glaube, ich sollte mich jetzt zurück verwandeln. Obwohl. Ja. In die Fresse. Ach, hier reicht. Vielleicht tot. Ich versuche noch nicht mal rumzweifeln. Ich versuche echt gut zu spielen und so, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott, dieser Angriff von mir. Was? Oh Gott. Ja, wird schon irgendwo reinfliegen. Aua. Oh Gott. Ich sehe nichts. Muss die Kamera so, Alter. Ah. Na, was mache ich da? Vielleicht tot, ey. Komm her. Komm her. Nein. Wir sagen, ich muss nicht alles von denen erledigen. Alle AP. Oh Gott. Ich blöd, wenn die Kamera gerade so ist, ne? Leute. So, boom. Hab ich abgewartet. Oh, du bist auch gleich tot. Gut. Mehr nein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Da wollte ich nicht machen. Au. Ich bin tot. Okay. Nochmal. Oh Gott. So, diesmal aber. Es war irgendwie. Ich starte mit ein bisschen weniger AP. So, nochmal der ganze. Ja, ich bin gesagt, freut mich der Kampf fordert. So, diesmal. Oh Gott. Komm her. Oh nein. Oh Gott, ich bin zu nah. Au. Ich bin ein bisschen zu nah. Für Balken habe ich drei, ne? Gott. Okay. Ehrlich gesagt, mal sehen. Aber ich kann den Angriff, glaube ich, nicht ausweichen. Oh, cool. Sehr geil. Wollte ich schon beim letzten Mal machen, aber irgendwie habe ich schon angegriffen, bevor der gemacht hat. Au, au, au. Ah, lass mich. Ja, du. So, jetzt geht's ab. Nein. Der Angriff geht da durch, sehr gut. Komm her. Ja, es geht auch in seinen super Dingen.
Gott. Na, wollte ich nicht machen. Wo bist du? Aua, 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 jetzt. Ah. Das ist ja noch schlechter als vorher, ey. Na, der trifft mich auch noch. Ah, na ja, ey. So, jetzt komm her. Ich hab nur gelacht, ey. Finde ich gut, dass der Kampf nicht so einfach ist. Ganz ehrlich. Oh Mann, ich habe gerade auf dich gefeuert. Oh Gott. Das ist voll Angst einflößen, wie er so auf mich zutrifft, hier kommt, ey. Oh, bin ich am Blocken? Ja, ne. So, da bin ich ausgewichen. Geht er wieder auf seinen Bossphase. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, da kommt noch ein Vollgangriff oder so. Geh mal ein bisschen weg. So, ich wollte eigentlich weghauen, aber okay. Warum kann ich ihn nicht hinter ihn teleportieren? Er ist wieder gleich weg. Komm her! Was machst du? Du bist diesen Angriff machen. Das gibt's nicht. Ich verreck gleich wieder. Na komm her. Geh weg. Keine Ahnung. Angst. So, wie ich verreck jetzt nochmal. Komm. Nein. Jedes Mal, wenn ich meinen Kamehameha auf den werfe. Ich bin tot, ich bin tot. Das gibt's jetzt nicht. Ey, komm schon. Oh. Jetzt reicht's doch mal. Ah. Ich sage nicht mal Schwierigkeiten in ein Spiel ab wieder. Aua. Okay, Jedi Fallen Order, aber habe ich auf den nächsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Okay, gehen wir mal eine Pause. Hat jetzt noch normal. Gibt es keine Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, ich sollte echt so irgendwie Sachen in meine Community reinpacken. Ah. So, den Angriff kann ich schön kontern immer. Mini Fress. Ah! War doch schneller als du, Mann. Stein. Guter Stein. Nein. Keine Lust drauf gerade. Boom, in die Fresse. Und jetzt boom. Wo ist er? Der macht doch was. Ah, oh Gott. Oh Gott. So war ich weit genug entfernt. Oh, zu viel spät. Ich wurde noch getroffen. Ja. Oh. Nein, der trifft mich. Dann gibt's das nicht. Ich werde mal in so eine Combo einsetzen, aber geht nicht so gut anscheinend.
Ja. Komm her. Leider der Gedanke, dass das gleich noch weitergeht hier in dem Kampf. Da eben wieder. Da bin ich ausgewichen. Da auch. Da auch und auch. Oh Gott. Ja. Nein. Was? Der Kampf macht gerade voll Bock. Au, au, au. Oh. Nein. So, jetzt habe ich dich aber. Komm. Ja, da stand noch mal zwei, deswegen dachte ich, der hat jetzt noch mal zwei. Doch, ich habe keinen Key. Oh ja. Kann ich den Angriff irgendwie aufladen? Nee. Da geht jetzt kaputt, Mann. Oh Gott. Das wäre so gut gewesen. Hab ich da jetzt alle abgewehrt? Aua. Ich bin... Ey, du warst jetzt... Du haust mich jetzt nicht nochmal kaputt. Nein, kam ja wieder. So. Leck mich. Essen? Natürlich. Zwei Level habe ich bekommen. Alter. War awesome. Also jetzt beginnt erst der richtige Kampf, ey. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich bin auch voll geil, gut. Oh Gott. Oh Gott. Du besser. Ich habe mir erst noch so gedacht, ja, ich habe gegen Son Gohan damals gekämpft, der war jetzt nicht so schwierig. Ich mir gedacht, oh, vielleicht wird der jetzt auch nicht so irre. Aber ja, falsch gedacht. Gut ist, ich habe so ein Gefühl, vielleicht wird der doch ein bisschen einfacher. Ich will einfach damit hier weg. Oh Gott. Schau einfach die Dinge auf dich. Ja.
macht schon einfacher, habe ich so Gefühl. Oh Gott. Einfach hier Explosion. Genau wie in Xenoverse. In die Fresse. Jetzt komme ich mal her und hau dich. Okay, wie? Okay. Irgendwie, keine Ahnung, beim ersten Mal konnte ich irgendwie gar nicht ausweichen. Oh Gott. Oh cool. Da macht er keinen Schaden. Komm mal noch zurück. Ja, okay, der kann wieder 1000 einfacher als gegen Vegeta. In seiner normalen Form. Nein, schon, weil ich den so oft treffen kann, wie blöde. Na. Daneben. So trifft man. Und den hier noch. Und jetzt bist du weg. Jawohl. Springt voll nach oben noch. Au! Gott. Ja. Da war ein bisschen antiklimatisch jetzt. Und der Kampf davor, der hatte es in sich. Oh, der Gesichtsausdruck. Einmal es irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Das war die Genki Dama. Die Szene gab es im Intro irgendwie. Ich habe mich gefragt, wann ist denn jemand vom Mond irgendwie so gesprungen? Okay. Ja, währenddessen. Boah, sind das 23 Minuten, ey. Irgendwie, wir sitzen ja schon eine Stunde an dem Kampf. Kampf mit dem Prinzen der Saiyajin. Bei mir hat auch die originalen Titel. Oh cool. Von den Folgen sind. Ist auch keine Quest. Halt. Ja, das ist ein Dings. Ich sollte vielleicht mal vorbeischauen. Ich kann gar nicht zur Weltkarte. Ah, okay, okay. So, ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen umexperimentieren. Ja, wo sind die ganzen Z-Krieger? Tu mal die alle rein. Krillin. So, dann packen wir hier noch einen Schuh rein.
Damals war ich im Ebenbild. Ja, Piccolo haben wir noch. Mal auch Pool da reinpacken. Fürs erste. Haben wir auch Piccolo. Oh, Son Gohan, ich brauche dich mal kurz. Da. Meister und Schüler. Wir müssen aber miteinander verbunden sein, ne? So, was haben wir hier? Aber man sieht ja auch, welche Boni zur Verfügung stehen. So, genau, da kommt jetzt. So, wenn ich den jetzt hier hinpacke, dann kriege ich den Boni nicht, ne? Mr. Popo, muss man nicht, der auch so heißt im Englischen. So, und dann packen wir noch einmal Dai oder rein. So, was haben wir hier für Boni? Gar nichts. Dann gehst du erstmal weg. Ja, die Robi hat auch nichts. Na gut, so, hoffentlich bringt es das jetzt. Na, machen wir mal weiter. Da bin ich überhaupt richtig? Nee, nee. Ist da lang. Warte mal. Krillin hat doch irgendwie eine super Angriff, ne? Nicht verfügbar, Sonnenfaust kam ja mehr. Oh. Sag mal, Sonnenfaust kam ja mehr. Machen wir so. Hast du halt Gefühl? Hm? Oh, was sogar? Und du aber nicht. Haben wir unser Hauptcharakter so was nicht? Man sieht noch auf Vegeta. Er macht Sinn, ne? Oh, Level 10 Son Gohan gegen Level 22 Vegeta. やつの尻尾を切れば元に戻る。ご飯と矢次郎兵衛は前に回って、やつの気を引いてくれ。隙を見て、俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。やつの気を引けって。やつは元に戻ったって信じられねえ強さなんだや。 何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。
Hast du das? Sogar sein Auge ist zu. Da hat man gar nicht gesehen, nachdem irgendwas hier im Auge passiert ist. Oh Gott, das wird, jetzt, oh Gott, das wird schwierig. Das, ich meine, der ist zwar angeschlagen, aber der ist Level 20. Und das ist Vegeta. Der Kampf war nicht so einfach. Ich habe jetzt noch X. Gott, ich nehme sogar beim Blocken voll Schaden. Oder ja. Aber der ist auch schon leicht tot. Ich mir eigentlich Sorgen. Gott. Oh Gott. Da kam die dicke Kugel. Aber ja. Okay, da fand ich so schwierig. Hat auch nicht die ganz krassen Sachen eingesetzt. So, 4 Level haben wir durchbekommen. Also das Klinkern hat auch lernen. Oh nein, das wird nie erwähnt, ne? Obwohl Krillin hat nie bei Meister Kaio trainiert. その元気玉は電樹した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。あ、überhaupt keinen Druck。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。やつの悪の気を感じるんだ。 Oder auch nicht.
Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Volltreffer. Erreiche. Mir ist gerade jetzt eingefallen, was jetzt noch alles kommt. Da habe ich irgendwie gerade voll vergessen. Also sag mir jetzt nicht. Ich kann jetzt so steuern. Na, schade. Und einfach platt gewalzt. Begraben unter einem halbnackten Kind. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Naja. わがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空。今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。よく覚えておけよ小見ども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで。 Okay. Ja, so hat einfach Vegeta laufen lassen. Eigentlich voll dämlich, ne? The Krays?
やられて、ピッコロも死んじまった。だから神様も、ドラゴンボールはもう、なくなっちまったんだ。じゃあ、ヤムチャは、ね、もう二度と、ブルマさん、泣かないで。もしかすると、サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だから、もしもそのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。Macht Sinn, ne? Ich nehme an, die Crates kamen. Was? Oder Goku? Hey, schau mal da. Piccolo-Tachi ist gestorben. Dragon Ball ist auch gestorben. Und niemand kann mehr leben. Gott-Sama-Kokyo.ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。そう、声が上手い。次回、ドラゴンボール Z、悪の帝王フリーザ、目覚めろ、伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。ああ、そう、声が上手い。Wie eine Folge. Schön.Okay. Tja, dann haben wir die Saiyajin-Saga abgeschlossen, ne? Nur wie geht's jetzt weiter, so? Weiß nicht. Story-Zusammenfassung. Ja, in harten Kampf gelingt es Son Goku und seinen Verbündeten Vegeta zu besiegen. Die überlebenden Verteidiger der Erde beklagen zwar den hohen Preis des Sieges, aber Krillin findet einen Hoffnungsschimmer in einem Gespräch der beiden Saiyajin, das er mit angehört hat. Ja, das heißt, als nächstes geht's dann auf nach Namek.Machen wir die Namek Ginyu Freezer Saga. So konnten Son Goku und die anderen die Saiyajin Bedrohung abwehren, doch der Preis dafür war hoch. Son Goku, der schwere Verletzungen erlitten hat, lag auf der Intensivstation. Son Goku hingegen war nach ein paar Tagen wieder vollkommen genesen. Ein gesunder Körper braucht viel gesundes Essen, Son Goku. Ich koche dir ein ganz besonderes, komplettes Menü. Wow, wirklich? Warte hier, okay, das wird ein Weilchen dauern. Komisch, ich hätte schwören können, dass ich ihr Rezept hier habe. Wisst, ich wollte so gerne was Tolles kochen. Wer hat denn das Rezept gegeben? Ich könnte noch mal danach fragen. Ach, das musst du nicht tun, Son Goku. Schon in Ordnung, ich will unbedingt wissen, wie es das schmeckt. Oh, naja, wenn das so ist, diese Person hat mir das Rezept gegeben.Wir sollen mit dem Rezept ist im Kalindorf. Sei vorsichtig. Na gut, dann würde ich sagen, komplettes Menü. Komplette Menü sind Spezialgerichte, die ihr besten Essensbefehl bewirken. Ein komplettes Menü zu zwei musst du Zutaten und Rezepte. Komplett Menü ist davon mehr Einsatz als einzelne Gerichte, bieten aber auch mehr Boni und Essenseffekte. Komplette Menüs kann nur Shiji zubereiten, aber wenn du Stärke brauchst, gibt es nichts Besseres als hier so etwas.Also lass dir welches kochen, wenn du kannst. Unterbrechungen. Unterbrechungen sind freie Zeiten zwischen Sagas der Hauptstory. Du kannst die Zeit nutzen, um Gegenstände zu sammeln, zu trainieren oder Mini-Nebenstories abzuschließen. Unterbrechungen sind auch tolle Gelegenheiten, sich dafür beizumachen, was dir vor dir, was noch vor dir liegt. Alles klar. Das ist eigentlich ein guter. Was haben wir in ihr?Yamshu, Chichi ist ein Naturteil. Yamshu und Pur setzen ja Verfolgung von Son Goku, Bulma und Oolong fort.Auf dem Weg zum Rinderteufel, in dessen Besitz sich der sechste Dragon Ball befindet, treffen die beiden ein junges Mädchen, das von einem Dinosaurier angegriffen wird. Wo sie sich zu fürchten scheint, kann sie Dino mit den Klingen auf ihrer Helm zweiteilen. Danach freut sie einen Strahl in denselben Helm, der vom Dinosaurier nur noch Asche übrig lässt. Ein Beweis dafür, dass mit Chichi, der Tochter des Rinderteufels, nicht zu Spaß ist. Okay.
Irgendwann wollte ich nachgucken. So. Oh, ja, eine Menge Sachen. Alles klar, das heißt, wir sind jetzt, weiß ich nicht. Na, jetzt Zwischensaga, sag ich mal, wo wir jetzt Nebenzeugs machen können. Finde ich jetzt nicht so verkehrt, ne? Kann man ja mal machen. So, hier ist immer noch einige Sachen, die am fehlen ist. Ja, da ist doch so ein Gorn. Ich habe nicht die ganze Zeit gefragt, wer kommt denn hier noch hin? Das ist doch okay, wird zu, ja, okay. So, aber hier fehlen noch irgendwie so was. Ja, Giro, ich nehme an, da kommt Corin hin, ne? Bulma, Bul, Olong, keine Ahnung. Beste Freunde, das sehen auch noch so aus, wäre da irgendwas. Naja, das sieht mir so aus. Aber ich nehme an, die werden wir noch später finden, ne? Hier irgendwie nach rechts und links zu gehen, das ist irgendwie, weiß nicht. Da ist nichts. So, irgendwas wollte ich gucken. Bin mir jetzt nicht sicher. So. Keine Ahnung. Weil ich als Offscreen abchecken, ja. Oh, da wird mir sogar angezeigt, was hier noch ist. Folie der Stufe 16. Ich habe noch nichts verpasst, oder? Hoffe ich. Unterbrechung. Das kam ja aus. Okay. Bis teuflische Imperator Freezer. Okay, das heißt, da müssen wir jetzt machen. Anscheinend Schwierigkeiten. Frag sie, wie du ihnen helfen kannst. Ja, können wir im nächsten Part machen, oder? Nur soll man jetzt noch machen? Komm, dann machen wir jetzt noch. Boah, wir wissen ja sowieso noch das Dings hier. Das Rezept müssen wir auch noch holen. Ne? Also ja, im nächsten Part werden wir ein bisschen neben Questen, würde ich sagen, Sachen suchen. Keine Ahnung. Ja, in dem Sinne sage ich dann, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Dragon Ball Z Kakarot. Tschüss.